nicht unsere beiden Faulenzer sind. 5 Sekunden länger und ich hätte diese Schicht von eurer Abrechnung gestrichen. Wie ist die Lage? Der Eingang wird von Hydra-Anemonen blockiert. Und da du dafür bezahlt wirst, solche Angelegenheiten zu regeln, dachte ich, ich wäre so nett und lasse dich deine Credits verdienen. Bin schon dabei. Als hätte die letzte Schicht den Asteroiden nie verlassen. Jede Menge tote Outlaws und Minenarbeiter. Ja, und da die Hydren Zeit hatten, sich auszubreiten, sie aber noch nicht verschlungen haben, würde ich sagen, sie haben sich vor weniger als 48 Stunden gegenseitig umgebracht. Verdammt. Vielleicht solltest du doch besser umkehren. Einige der Outlaws könnten noch am Leben sein. Vergiss, Callahan. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Zugang zum Kern ist eingestürzt. Versuch's mal mit deinen Raketen. Was zur?
immer die geschickt hat. Könnte noch da drin sein. Wir werden sehen. Warte hier, ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Mein Rettungsteam. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Hey, du bist GNB, Abschaum. Damit mache ich dich fertig. Tut mir leid, Kumpel. Aber hier draußen gibt's keine Rettungstrupps. An alle, es könnte gleich heiß hergehen. Wir waren Outlaws und vielleicht kommen noch mehr. Ja und? Wir haben immer noch eine bewaffnete Eskorte da draußen. Sie könnten jeden Moment hier sein. Ein Grund mehr, schnell zu arbeiten. Packen wir's an, Leute. Diese Kristalle bauen sich nicht von selbst ab. Ben, dieser Outlaw war von Bloodstar und nicht nur irgendein Handlanger. Er hatte sogar eine speziell angefertigte Coilgun. Ich werde den Hauptschacht im Auge behalten. Und ich werde die Coilgun behalten. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen. Im Auge. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Kristalle in den falschen Taschen landen. Hey, was ist das für ein Gerüttel? Das könnte das Rettungsteam des Bloodstar-Typen sein. Und wenn sie unsere Eskorte draußen entdeckt haben, werden sie nicht nur mit Sanitätern anrücken. Verdammter Mist! In Ordnung. Ich möchte, dass alle ruhig bleiben und sich von den Wänden fernhalten. Ich kümmere mich drum. Credits zu verdienen. Kommandant, sind Sie hier? Verdammt, GNB, Sie sind vor uns angekommen. Kein Problem. Mehr Lösegeld zum Abkassieren. Schnappen wir sie uns. Immer in Bewegung bleiben. Ich werde sie mit der Zielerfassung anvisieren und meine Raketen erledigen den Rest. Geht's allen gut? Alles okay. Hey, nimm meine letzten Nanobots. Du wirst sie brauchen. Meine Sensoren leuchten wie verrückt. Es kommen noch mehr von denen durch den Hauptschacht. Nehmen wir die Abkürzung, direkt durch diesen Bohrer.
Patrouille macht ihren Job da draußen.